Dankeschön. Vielen Dank. Hallo München. Schön. Ich habe mir echt überlegt, wie ich euch heute begrüße. Ich komme ja aus Monnem. Hallo. Seht ihr, man hat ganz andere Erwartungshaltung. Ne? Manche denken, Bülent Ceylan, Türke, kommt der jetzt als Gammelfleisch? Ne? Das, ne? Ich muss mittlerweile nach der Show muss ich immer hingehen, gucken, riechen, mal, muss ich mich riechen lassen. Nach der Show, das ist echt so. Und manche in Köln zum Beispiel, da denken die, ich muss ganz anders auf die Bühne. In Köln, ne? So. Otti. Du heißer Hund. Ja, nee, aber es ist. Seht ihr? Und manche, ne, die sind ganz enttäuscht. Ich denke, ich müsste so türkisch babbeln. Wisst ihr, so türkisch? Ne, so, weißt du? Ne, guckst du? Kannst du mir nichts imprägnieren? Ne? Oder so, produziere mich nicht. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ne, wie ich das so. Das ist. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich kann auch normal retten. Hey, ich bin integriert, aber ich weiß ja, wie der deutsche Zuschauer ist. Ne? Guckt schon so. Ich hab dafür bezahlt, ich will den Türk sehen, der soll schwitzen und verrecken für mich. Das ist echt so. Okay, pass auf. Okay, wegen der Integration, also nur wegen der, normales, aber nur wegen der Integration mach ich's. Mach mal ein bisschen türkisch und dann mach ich normal weiter. Musik ab. Jetzt mache ich normal weiter. Ich finde es ja, ja geil, dass bei Odi Schlachthof immer so ältere Zuschauer, ne, ach, ja, jüngere auch, weißt du, ich habe so geile Erfahrungen mit älteren Zuschauern. Da war ich in Bonn, so in deiner Gegend, Fadi. Da war so eine ältere Dame, die war so bestimmt schon über 70, die war gut drauf. Da habe ich so auch Spaß zu ihr gesagt, hey, wenn ich ein bisschen älter wäre, mir jetzt so. Dann sagt sie zu mir, Alter spielt keine Rolle. Also seitdem habe ich Respekt vorm Alter. Allerdings auch ein bisschen Angst. Nee, so, nee, nee, ich meine, so vom Iller werden, ne? Ich habe ja einen deutschen Pass, muss also hier bleiben. Ja, schon scheiße, ne? Ich mache mir echt Gedanken um unser Rennsystem. Ah, doch, auch ein Mannheimer denkt. Guck nicht so, Reine. Na gut, der eine oder andere Mannheimer wird natürlich fragen, Rentesystem, Rentesystem, ich wusste gar nicht, dass so ein System dahinter steckt. Jetzt mal, aber frag mal die Rentner, was die mit dem vielen, vielen Geld machen. Bei uns in Mannheim am Rheinufer, da verhungern die Enten. Ach doch. Ja, weil die Rentner es alle Brot selber essen, das ist brutal. Ja. Und dabei glauben ja viele, dass Enten ganz wichtige Tiere für Senioren sind. Ne? Weil von Enten kommen ja angeblich die Federbetten, die Daunenkissen, die Flügelhemden. Ja doch, und die Schnabeltassen. Ja, ich kann meine Phase. Ja, wenn ich mal alt bin, jetzt mal ehrlich, schiebt mich dann der Zivi zum Rockkonzert? So, Herr Ceylan, machen Sie mal einen Headbanger.
Wie sehen eigentlich dann die Mädels mit 70, 80 aus, hä, du, die Junge? Ja? Geht ihr dann immer noch bauchfrei? Es heißt zwar bauchfrei, befreit aber noch lange nicht vom Bauch. Da, 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 da. Oder wie ist es abends, wenn so ein 80-jähriges Freak-Pärchen ins Bett legt? Hä, Marianne, wo bleibst du dann? Ich komm gleich, ich komm gleich. Komm ich nur nicht mehr so tief büge. Und muss mal das Brustpiercing noch rausmachen. Also da bleib ich lieber jung. Alla. Bülent Ceylan, halb getürkt, hat zufälligerweise eine DVD, wo sein ganzes Programm mit drauf ist. Wer es live sehen will, das ist am 11. Februar in Geretsried. Im Hinterhalt. Im Hinterhalt. Das ist eine Reise nach Geretsried. Ich habe jetzt wieder Vorurteile. Daran siehst du, dass Korn ist. Deine Eltern, sind die auch Moslems? Also mein Vater ist nur Muslim, hat immer noch einen türkischen Pass, ne? Das ist der Hammer. Der will gar keinen deutschen Pass. Ja, mein Vater sagt immer zu mir, weißt du, Türke Bub? Ja, das sagt der Türke Bub, der wollte sich da abgrenzen. Ja. Ich meine, weißt du, Türke Bub? Deutscher Pass steht immer gleiche Geburtsdatum drin. Deutscher Pass kannst du nichts verbessern. Türkisch Pass, flexibel. Und es ist wirklich. Nee, mein Vater ist ja. Aber er hat nicht die Hosen an, das muss man dazu sagen. Meine Mutter ist diejenige, die so. Ist deutsch. Ne? Ich bin ja Mischung. Meine Mutter ist deutsch. Katholisch. Da freut ihr euch doch, oder? Jetzt mal, nee, die hat sich durchgesetzt. Bei uns wird Mannheimer Dialekt gesprochen. Türkisch hat meine Mutter gesagt, versteht keine Sau. Mein Vater, ne, der isst, der macht so, was war jetzt, Weihnachten, genau. Da hat er richtig christliche Liedermixung, so richtige Weihnachtslieder hat er Mixung. Hat er natürlich als Moslem Weg gefunden, wie er die singt, ne? Statt alle Jahre wieder singt er dann alle Jahre wieder. Aber so ist der, mein Vater, der ist. Und ist dein Vater Schweineschnitzel oder so? Mein Vater Schweineschnitzel. Also, wenn es bei der Mutter zwei Wochen nichts anderes gibt, dann. Also, er isst schon, als Moslem will ich auch nicht verrecken. Tassen. Türken zum Saufen animieren, das ist immer was. Das ist echtes Bier.